Am 22. Februar 2022 eskaliert ein Autounfall in Chicago, als eine der beiden Fahrerinnen eine Waffe zieht und der anderen ins Bein schießt. Obwohl wir nicht viel über die verdächtige Person wissen, können wir davon ausgehen, dass sie zu diesem Zeitpunkt über eine eingeschränkte Fähigkeit zu Mitgefühl, Selbstwahrnehmung, Empathie, Metakognition und Theory of Mind oder Theorie der geistigen Fähigkeiten verfügte. Kurz gesagt, es könnte ihr an sozialer Intelligenz gemangelt haben und sie könnte den Vorfall als vorsätzlichen Angriff fehlinterpretiert haben. Soziale Intelligenz ist die Fähigkeit, sich selbst und andere zu kennen, manchmal auch als Taktgefühl, gesunder Menschenverstand oder Straßenschlauheit bezeichnet. Sie ist eine angeborene menschliche Eigenschaft neurotypischer Menschen. Sie wird durch Erfahrungen mit anderen Menschen und durch das Lernen aus Erfolgen und Misserfolgen im sozialen Umfeld verfeinert. 5 unterschiedliche kognitive Fähigkeiten bilden den Kern dieser Eigenschaft. Sympathie ist unsere Neigung, mit anderen mitzufühlen. Eltern haben natürlich Mitgefühl mit ihrem Kind. Und Babys empfinden Stress, wenn ihre Mütter traurig sind. Wenn wir erwachsen werden, zeigen die meisten von uns viel Mitgefühl für ihre Familie, etwas für ihren engen Freundeskreis und weniger für Fremde. Selbstwahrnehmung ist die Fähigkeit, unsere Gefühle zu verstehen. Kleinkinder, die signalisieren, dass sie hungrig sind, zeigen diese Fähigkeit. Wenn sie Wutanfälle bekommen, liegt das oft daran, dass sie ihre Gefühle nicht verstehen. Allerdings wird einigen ausdrücklich gesagt, dass sie ihre Gefühle nicht ausdrücken sollen. Je älter wir werden, desto besser können wir uns unserer selbst bewusst werden. Manche Menschen bleiben verwirrt von ihren Gefühlen, weil sie gelernt haben, sie zu unterdrücken. Empathie ist unsere Fähigkeit zu verstehen, was andere fühlen. Manche Kinder zeigen bereits im Kindergarten Einfühlungsvermögen. Anderen wiederum scheint diese Fähigkeit zu fehlen, selbst wenn sie viel älter sind. Durch jahrelange soziale Erfahrungen können wir unser Einfühlungsvermögen verfeinern. Aber wer nie gelernt hat, seine eigenen Gefühle zu verstehen, wird vielleicht auch nie lernen, die Gefühle anderer wahrzunehmen. Metakognition ist ein Bewusstsein für die eigenen Denkprozesse. Im Alter von 4 Jahren zeigen die meisten Kinder die ersten Formen metakognitiver Fähigkeiten, wenn sie anfangen zu zeigen, was sie wissen und was sie nicht wissen. Bald darauf lernen sie einzuschätzen, wie viel Vertrauen sie in ihr eigenes Wissen haben. Als Erwachsene lernen viele von uns unser Gehirn kennen. Wir erfahren, dass eine seiner Aufgaben darin besteht, Ordnung in eine von Natur aus chaotische Welt aus Fakten und Fiktion zu bringen. Manche jedoch bleiben in die Geschichten und Lügen gefangen, die sie sich selbst als wahr einreden. Sie erkennen nicht, dass sich ihr Verstand in einem Netz von Vorurteilen verheddern kann. Sie merken nicht, dass sie mit bestimmten Annahmen falsch liegen könnten. Die Theory of Mind ist unsere Fähigkeit zu verstehen, was andere wissen und was sie denken. Kinder beginnen im Alter von etwa 6 Jahren damit, eine Theorie der geistigen Fähigkeiten zu entwickeln. Sie erkennen dann, dass andere möglicherweise andere Informationen haben und daher andere Schlussfolgerungen ziehen. Dies führt oft zu mehr Einfühlungsvermögen. Als Erwachsene können wir mit Hilfe der Theorie der geistigen Fähigkeiten die Perspektive einer anderen Person und deren Denkmuster verstehen. Dadurch wird sie zu einer wichtigen Fähigkeit, wenn es darum geht, andere zu beeinflussen. Mitgefühl und Selbstwahrnehmung helfen uns also, unsere Gefühle zu verstehen und Metakognition unsere Gedanken. Sie vermitteln uns Wissen über uns selbst. Einfühlungsvermögen ermöglicht es uns zu verstehen, was andere fühlen und die Theorie der geistigen Fähigkeiten, was in ihren Köpfen vorgeht. Sie ermöglichen es uns, andere zu verstehen. Soziale Intelligenz bildet sich immer innerhalb einer bestimmten Kultur heraus. Das bedeutet, dass wir in einem neuen sozialen Umfeld womöglich hilflos dastehen. Obwohl also alle 5 Aspekte grundsätzlich vorhanden sind,
müssen sie für jede einzelne Gesellschaft verfeinert werden. Tiere zeigen übrigens auch Mitgefühl und Empathie. Schimpansen zeigen sogar eine rudimentäre Fähigkeit zur Theorie des Geistes. Der Mensch hingegen ist die sozial intelligenteste aller Arten. Was denkst du? Woher kommt unsere hohe soziale Intelligenz? Wie könnten wir die 5 Eigenschaften weiterentwickeln, um unser Verständnis füreinander zu verbessern? Schreibe deine Gedanken in die Kommentare unten.